Concordia's demilitarization is proceeding in all regions. Okay, schön. Please warn all units to cease combat. Ja, uns brauchst du das ja nicht sagen. Gut, schauen wir erstmal kurz im Kristallium vorbei. Gibt's hier jemanden, der gesprächsbedürftig ist? Was gibt's denn bei dir? Hey, du da, klasse Timing, ich habe eine Bitte, aber die muss unter uns bleiben. Nimm 10 imperiale Soldaten für den Nachrichtendienst gefangen. Du mal mit deinem blöden Gefangen nehmen. Geh mir nicht auf Keks. So, ansonsten sieht's hier eher dürftig aus gerade. Ah, hier, schau mal. Die Klasse 0. Ob ich dich wohl um etwas bitten kann? Oder erfüllst du ausschließlich Dr. Erasures Aufträge? Finden wir den Dekan der Informationen über Orients vor unserer Zeitrechnung. Irgendwo in Orients soll es ein Geschichtsbuch geben, das die Welt vor unserer Zeitrechnung behandelt. Könntest du es für mich finden? Nein. Deshalb nennt man die Kadetten der Klasse 0 wohl auch die Schoßhunde der Frau Doktor. Halt die Klappe. Ach man, ja, muss ich mal schauen. Also da werde ich wahrscheinlicherweise eine groß angelegte Suche machen müssen in der Welt. Um das zu finden, aber... Das ist sehr schön. Campaigns to the southern regions of the Empire have begun. Aber vielleicht wird sich das ja sogar machen lassen. Gut, hier gibt es bloß Aufträge. Sind mir jetzt erstmal reichlich egal. Ich möchte eigentlich nur die Gespräche abfassen. Denn das ist jetzt das, was für mich hier fürs Let's Play in erster Linie zählt, würde ich sagen. Und danach werde ich dann auch die Aufnahme erstmal beenden. So, es steht jetzt zufälligerweise Queen mal wieder oben rum. Nein, also doch schon, aber nicht gesprächsbereit. Dann lassen wir sie mal hier stehen. Ich glaube, sie genießt einfach nur die Aussicht oder was weiß ich. Meditiert in ihrer Einsamkeit hier oben. Oh, hier ist ja gut was an Gesprächsmöglichkeiten. It took a great sacrifice. But now the Dominion has a definite chance of winning. Yes. We were losing in numbers. But the tides have turned. The next battle will settle it all. I've been thinking lately. It might all depend on whether or not... We can effectively control the tide of battle. Oh! How did you know what I was going to say? Huh? I don't know. But I feel like we've had this exact conversation before. I never said that before. Is this the deja vu that's been bothering you? That wouldn't tell her what you were about to say. Unless she really has heard all this before. I wonder what it is. Is something wrong with me? But when Mother saw me, she said that I was perfectly fine. If Mother says so, then you should be fine. Yeah, I guess. Ich glaube, mit euch allen ist irgendwas nicht in Ordnung. Also jeder hat so seine kleinen Sachen, die ihm irgendwie zu schaffen machen, die halt anders sind als bei anderen Leuten. Und ich glaube, Dr. Erasure wird die hier in der Klasse sind, nicht ohne Grund in die Klasse aufgenommen haben. Also entweder hat sie irgendwas mit den Leuten hier gemacht, mit den Klassenmitgliedern, oder sie hat sie halt in die Klasse aufgenommen oder als Ziehkinder aufgezogen, weil sie die Fähigkeiten schon hatten. Eins von beiden, denke ich mal. Denn wir hatten ja auch schon mit Ace zum Beispiel, oder nein, dass sie ansatzweise diese Erinnerungssperre gegenüber den Toten durchbrochen haben. Und ich denke, das wird schon seinen Grund irgendwie haben. Also Dr. Erasure scheint mir ziemlich mächtig zu sein, sagen wir es mal so. Die wird wohl eine ziemlich große Rolle noch spielen. Auch wenn sie sich momentan ja eigentlich sehr zurückhält, ne? So, Mr. Tomberry, kannst du mit mir sprechen? Der Tomberry scheint etwas sagen zu wollen. Wir hören zu, wenn er schweigt. Natürlich. Ein erhellendes Gespräch ohne Ende. Hat mich gefreut, Meister Tomberry. Gut, 4 neue Lektionen. Schauen wir uns auch noch an. Ich werde erstmal ganz kurz in den Hinterhof gehen. Und schauen, was es hier alles gibt. Ace hat was.
Wir haben alles gegeben, um es hierher zu schaffen, oder? Ace fragt, was er meint. Seit dem Befreiungskampf ist einiges passiert. Makina und Rem wechselten in unsere Klasse. In Togoreth konnten wir die Macht eines Lissie mit eigenen Augen sehen. Unsere Erfahrungen in Melitis waren wohl die schlimmsten. Ich dachte wirklich, wir würden es nicht schaffen. Als wir uns in der alten Baracke versteckt haben, war ich mir sicher, man würde uns schon bald entdecken. Ich war ziemlich nervös, aber mit euch allen am Feuer zu sitzen, hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Schwierigkeiten miteinander, aber ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt, wie Geschwister eben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das Schicksal war, sondern eben Dr. Erasure. A lot of people died. Maybe it's because I don't remember them, but it just doesn't feel real. We should be thankful for all that the crystal does for us. To think how I'd feel if I remembered all these people. It gives me chills. Yeah, that's for sure. I doubt that we'd be able to go on fighting. In fact, if it weren't for the crystal, we wouldn't be able to move forward. Yeah, but aren't you scared? I mean, even just a little? Huh? Scared? Well, what if I just happened to die? Then no one would remember me? Even if I died protecting someone, they'd forget me. You all would. So would Makina. Well, I'd be lying if I said it wasn't sad. But I still feel better knowing that none of us will be held back by ghosts of the past. We're cadets, yo, remember? All of us chose this path knowing death is waiting for us right around the corner. Is wanting people to remember you after you die, is that... Ihr glaubt nur deshalb, dass ihr es nicht überstehen könntet, weil ihr die Erfahrung nicht gemacht habt, wie es ist, sich erinnern zu können. Denn man kommt über eine gewisse Zeit hinweg dann doch schon sehr wohl damit klar, wenn jemand gestorben ist, finde ich. Also natürlich ist es sehr schmerzvoll, sich daran zu erinnern, dass derjenige da war, beziehungsweise sich an den Verlust zu erinnern oder zu wissen, dass man etwas Wichtiges verloren hat. Aber trotzdem ist es auch viel, viel trauriger, wenn man diese Erinnerungen an denjenigen dann danach verliert und er dann wirklich komplett verloren ist, als wenn man zumindest noch die Erinnerungen an denjenigen hat, oder? Also, ich weiß nicht so richtig. Und mit der Zeit gewinnt man auch irgendwann die Stärke, mit dem Tod eines Menschen umzugehen, finde ich. So, Defensivmagie. Steigerung der Defensivmagie machen wir doch einfach mal. Das ist nicht dein Ernst. Die sind ein Paar, das hatten wir schon. Ja. Ich glaube gesagt, wer ein Paar ist, haben sie nicht, ne? So. Machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Stunde Feuermagie für Fortgeschrittene. Gut, jetzt kommen wieder nur noch die alten Kommentare, die wir schon hatten. Eismagie gibt's auch noch für Anfänger. So, drücken wir gleich mal weg. Schon wieder das Paar, immer wieder die gleichen Sprüche. Und die Blitzmagie für Anfänger. Gut. Alles mitgenommen. Sind wir dabei? Ansonsten war hier jetzt erstmal niemand mehr, ne? Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen in den anderen Gebieten der Akademie um. Wo wir bestimmt noch das eine oder andere Gespräch mit abfassen können. Beginnend in der Magiefakultät. In der Magiefakultät, aber hier gibt es natürlich mal wieder nichts. Okay, hätte mich irgendwie auch gewundert, muss ich sagen. Da oben ist immer ziemlich wenig los, außer wenn mal Dr. Erasure zufälligerweise dasteht. Und sich jemanden mal wieder zum Privatgespräch einlädt. Ansonsten ist da nicht so viel Action meistens.
Hi. Viele Kadetten meiner Klasse sind umgekommen, Kupo. Unsere Forschung steckt in einer Sackgasse, Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Darf ich dir meine Sorgen anvertrauen? Natürlich, teilst dem Kummerkasten mit. Während des Kampfes an der großen Brücke wurden Kadetten der Klasse 11 als Versorgungstrupp eingesetzt, Kupo. 5 von ihnen bildeten eine Einheit, die aber ausgelöscht wurde, noch bevor sie die Front erreichte. Man kann eben eine im Kampf unerfahrene Forschungsklasse nicht einfach in eine Schlacht schicken, Kupo. Und ich darf mich jetzt um das ganze Chaos kümmern, das das hinterlassen hat. Einige der Kadetten haben ihre Forschungsergebnisse nicht ordentlich notiert, bevor sie ausgezogen sind, Kupo. Und andere haben ihr Material nicht weitergegeben, also sind viele Proben schlecht geworden, Kupo. Da wird doch der Chocobo in der Panne verrückt. Als wäre es mit unserem geringen Forschungsbudget nicht alles schon schwierig genug, Kupo. Das tut mir sehr leid. Ja, das ist wirklich schwierig, wenn ein Wissenschaftler unerwartet stirbt oder aus dem Dienst scheidet, dann ist es natürlich wirklich schwierig, wenn er seine Unterlagen hinterlassen hat. Heißt es noch nicht zwangsweise, dass auch jemand was damit anfangen kann. Denn meistens sind die halt so geschrieben, dass nur derjenige, der es gemacht hat, auch die Ordnung durchschaut dabei. Also es ist sehr schwer zu rekapitulieren, wenn ein Fremder dann draufschaut, meistens. Wenn es halt noch so im Entstehen ist. Weil derjenige die Notizen ja für sich macht. Und es gibt auch einige Leute, einige Wissenschaftler, die halt ihre Sachen wirklich wegschließen vor anderen, sodass sie nicht geklaut werden können, was ziemlich paranoid klingt, aber naja. Das wäre dann natürlich, wenn derjenige dann weg ist, auch schlecht, weil da kommt dann auch keiner mehr ran. Ist also wirklich schwierig, so eine Sache, wenn ein Wissenschaftler plötzlich vom Erdboden verschwindet. Hello! Hello, du schon wieder. So gut ist es nicht gelaufen, aber immerhin habe ich Profit gemacht. Hier sind 1000 Gil. Nicht alles auf einmal ausgeben. Leck mich doch am Arsch. 1000 Gil, ich habe tausende Gil in dich reingesteckt. Du gibst mir 1000 wieder. Nur weil ich die 100.000 nicht zusammen hätte, hättest du doch wenigstens die 90.000 genommen. Also ehrlich mal. Naja. Ungerecht geht die Welt zugrunde. So. Hier gibt es bestimmt wieder einen VP-Auftrag. Natürlich, wie immer. 2000 VP. Haben wir gerade so zusammen, denke ich. Eine Kristallkugel für uns. Und ansonsten... Heute mal kein Gespräch. Schade eigentlich. Hier steht sonst eigentlich immer jemand rum, der mit uns reden will. Na gut, bleibt noch die... Ne, die Himmelsterrasse können wir auslassen. Denn wir sind kurz vor Tagesende. Da ist momentan eh mal wieder nicht viel zu holen. So, aber unseren Chocobo können wir einsammeln und dafür einen neuen in Auftrag geben. Her mit dem Tier. Kampf, Streit, 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 Militär, Streit, Mensch, 6 Kinderchen, Wahnsinn, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich reingegeben hatte, ehrlich gesagt, ich glaube, es war ein Streit-Chocobo, oder? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir mit dem Streit-Chocobo weiter. So, hier, was nehmen wir denn da? Wir brauchen eigentlich mal weibliche Streit-Chocobos. Das wäre halt wirklich gut, wenn man da mal was kriegen würde. Sieht aber halt... Achso, haben wir doch. Haben wir doch. So, wir machen das mal so. Und werden dann mal dieses Krackerkraut benutzen. Oder, warte mal. Andere Rasse. Und hier, andere Rasse stark. Ja, dann nehmen wir das Krackerkraut. Oder was ist das hier unten? Vererbung des mütterlichen Erbguts. Ach so. Ne, gut, okay. Einmal Krackerkraut. Gibt's den Aggressor-Chocobo? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Oder? Ne, wir machen es mal anders. Ich habe sogar einen weiblichen Aggressor, sehe ich gerade. Habe ich hier auch? Oh, ich habe ja 5 Aggressor-Chocobos hier. Moment, nochmal kurz gucken. Sehr hohe Angriffskraft. Ah ja, okay, dann nehmen wir natürlich den Aggressor. Und wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt... Achso, nee. Ja komm, dann machen wir erstmal kurz auf normalen Chocobo und werden wieder das Tentelkraut benutzen.
um ein paar Aggressor-Chocobos zu züchten und hoffentlich auch ein paar weibliche dabei zu haben. Auf geht's! Gut. Die Küken sind ja schon voll putzig irgendwie, ne? Diese kleinen mopsigen Dinger hier. Gut, damit können wir dann auch die Chocobo-Stallungen wieder hinter uns lassen. Und ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz den Charakter und werfen mal jemanden in den Vergewaltiger-Keller. So, die Frage ist, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Nehmen wir mal Ace. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den noch nicht hatten. Irgendwo da unten muss es sein, in der Ecke. Also ich habe mich ja von oben nach unten vorgearbeitet in meiner Reihenfolge. Und ich würde denken, Ace könnte so ungefähr hinhauen, dass der noch nicht war. Schauen wir einfach mal. So, mein Freund. Ja, scheint zu funktionieren. What is it? Oh, it's you. If it's not important, could you leave me alone? I don't really know why, but I feel like... like I've lost something. And Intel hasn't brought me the sample I asked for. I'm getting a bit tired. Nagt Kurasame's Verlust so sehr an dir, hm? Dass du nicht mal mehr die Forschung betreiben willst, die du vorher gemacht hast? Das ist halt schon traurig, ne? So, da kommen wir jetzt auch nochmal kurz auf die Himmelsterrasse, denn jetzt sind wir ja wieder an einem neuen Tag. Das heißt, die dumme Kuh steht nicht mehr oben rum. Und vielleicht gibt es ja hier auch noch was. Oh, hallo. Sieht aber nicht danach aus. Ich habe nichts zu sagen. Tütö. So ein Arsch. Nein, nichts hier. Gut, dann lassen wir das. Und... haben wir sonst noch irgendeine Ecke, in der ich noch nicht war? Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, werde ich mal in der Aufnahmepause ein paar Missionen erledigen, die hier so herumgeistern. Und werde mal schauen, wie die Feldeinsätze so sind und ob es sich lohnt, die hier im Let's Play zu zeigen. Wenn ja, werde ich sie mit euch nochmal hier nachvollziehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann verzichten wir drauf. Gut. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen schon, Rubrum ist auf dem Vormarsch und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut ausgeht, was hier passiert. Eigentlich sollte nicht ein Reich alleine die Welt erobern. Das können wir uns denken, dass das nicht gut sein kann. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, wie die Welt in den Untergang geführt wird. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.